bin schön, dass es eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Telegramm von Göring. Ja. Er schreibt: Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Faulpelz! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kaufst du mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopper, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Mal sehen, ob er Zeit für sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Sie sind noch sehr jung. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Da wollen wir mal. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er wird uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Ich habe mich klar genug. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Wie Stalin!
ist er da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch. Der schleicht er dann gleich wieder ab. Fink, soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Und die eigentliche Szene, oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert... Hat viel Logik davon auch. Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Das war ein Befehl. Befehl. Krebs. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jagt mich mit der Kugel durch den Kopf. Mein Führer, Luch und der Berlin wird eine Streitigkeit gemacht. Nicht! Was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Glauben Sie mir, ist das sinnlos? Dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte.